und willkommen zu dem Event, auf das ihr alle gewartet habt. Das Hot Wheels Monster Trucks Duell der Champions. Diesen Sommer haben sich die größten und härtesten Monster Trucks in Camp Crush gebettelt, um herauszufinden, wer die Besten der Besten sind. Sie sind zusammengekracht. Sie haben Zerstörung angerichtet und unvorstellbare Widerstände überwunden. Hallo? Schneidet uns irgendjemand runter? Und hier kommen unsere Trucks. Racing! Yeah. Demo Derby! Jetzt geht's ab! Tiger Shark! Und Boom Shaker! Ich bin gespannt, wer von Ihnen die begehrte Trophäe mit nach Hause nimmt! Diese Trophäe wird allein mir gehören! Dieser Wettbewerb ist gerade zu einem Festessen geworden! Die erste Herausforderung beim Duell der Champions wird ein Rennen von epischen Dimensionen! Zuerst geht es durch die tückischen Baumreihen. Danach geht es über die wackeligste Brücke, die wir finden konnten. Und zum Schluss geht es hoch auf den Schrottberg bis zur Ziellinie. Ein Rennen bergab? Das wird ein Kinderspiel. Race ist mein zweiter Vorname. Naja, eigentlich ist es mein erster Vorname. Also ja, dieses Rennen gewinne ich. Ich hoffe, ihr drei habt Ersatzreifen eingepackt. Denn ich habe vor, euch bei diesem Rennen zu verdreschen und zu zertrümmern. Ich werde euch dann von der Ziellinie aus zuwinken. Ganz ruhig, Jungs. Ihr könnt euch gern um den zweiten Platz streiten, nachdem ich gewonnen habe. Herausforderung angenommen. Möge der beste Truck gewinnen. Und das bin ich. Auf die Plätze, Rennteilnehmer. Fertig? Es geht ab! Los, Hot Wheels! Dieses Rennen wird hart, aber ich habe ein paar Tricks auf Lager. Diese Flammen sind nicht nur zum Angeben da. Du kannst nicht einholen, was du nicht sehen kannst. Heilige Startkabel! Boneshaker setzt seine toten Schädel verzierten Griffsamen optimal ein. Die Gewinnchancen verdächtig hoch. Alles klar. Oh yeah. Hey, das ist ja fast zu einfach. Au! Alles klar. Seid ihr Trucks überhaupt noch hinter mir? Oh, da seid ihr ja. Jetzt kann ich euch allen beim Verlieren zusehen, während ich den ersten Platz beanspruche. Was soll das denn? Demo Derby ist sich ihrer Sache so sicher, dass sie rückwärts fährt. Das könnte zur Katastrophe werden oder zum größten Sieg in der Geschichte der Monster Trucks. Wir sehen uns an der Ziellinie, Jungs. Lebe schnell und lasse es. Hey, warte! Erinnert mich daran, niemals mehr zu versuchen, rückwärts durch einen Wald zu rasen. Hilft mir. Ich kann doch gewinnen. Komm
Komm schon, Boneshaker, du kannst das! Oh, Mist! Liebes Krokodil, braves Krokodil! Oh nein, es sieht so aus, als wäre das einzige Rennen, das Boneshaker heute noch fährt, das Rennen weg von diesen Krokodilen! Nur noch zwei Teilnehmer im Rennen! Ich gewinne dann jetzt mal! Angst vor Krokodilen. Ich bin ein 1A-Raubtier. Ich habe aber keine Flügel. Wie zum Teufel sollen wir es bis zur Ziellinie schaffen? Oh nein, Leute. Ist das das Ende? Wird sich die Trophäe niemand holen können? Oh Mann, diese Krokos sehen aber hungrig aus. Was wird wohl als nächstes geschehen? Hä? Aha. Das ist es! Das war meine bisher größte Herausforderung! Ich kann's nicht glauben, Leute! Brace Ace hat die kaputte Brücke als Rampe genutzt und die Führung übernommen! Juhu! Oh nein! So geht das! Yeah! Das war so cool! Brace Ace war so... Und Tiger Shark war so... Nein! Und dann wir alle so... Was für eine großartige Zurschaustellung von Zerstörung und Chaos! Tiger Shark und Race Ace stellen sich jetzt der nächsten Herausforderung und Junge, die wird ein Hammer! Wer schafft es durch den Chaoskurs und schnappt sich die begehrte Trophäe? Schaltet auch nächstes Mal ein, Leute, zum ultimativen Kampf der Crusher! Ich hätte das wirklich nicht tun sollen. Willkommen zurück, ihr Zerstörungsteufel, zum Hot Wheels Monster Trucks Duell der Champions! Uns trennt nur noch ein Rennen von der Verleihung der Siegertrophäe! Beim letzten Mal haben sich unsere vier Finalisten-Trucks ihren Weg durch den Megaberg und durch krokodilverseuchte Gewässer gekracht und gecrashed! Daraus gingen unsere zwei letzten Wettbewerber hervor! Tiger Shark und Race Ace! Oh yeah! Diese zwei Titanen werden sich ein kompromissloses Kopf-an-Kopf-Rennen zur Gewinnerhöhle liefern. Der Erste, der seine Reifen ins Ziel bringt, gewinnt die begehrte Trophäe. Oh, einfach ein Rennen den gefährlichsten Berg der Welt hinab durch eine Höhle mit herabkrachenden Brocken? Ist das alles? Herausforderung angenommen! Yeah! Yeah, 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 yeah. Unter dem Hintern und hol die Trophäe! Grrr! Los, Tiger Shark! Zeig diesen Trucks, was ein echtes Raubtier drauf hat! Es ist soweit, Leute, das finale Rennen des Duell der Champions! Auf die Plätze! Fertig! Los! Ja! Na, großartig! Friss mein Staub, Race Ace!
noch kein Staubsauger. Das sehe ich anders. Fürchte den Wahnsinn. Oh nein. Was? Fürchte den Wahnsinn! Dieses Rennen fahre ich mit einem Reifen. Race Ace ist zwar schnell, aber nicht fürchte den Wahnsinn schnell. Weißt du, welcher mein Lieblingshai ist? Hä? Weiß ich nicht. Welcher? Ja! Der Behämmerthai! Okay, ich geb's zu. Das war ein guter Witz. Großartiger Gangwechsel, Leute! Race Ace wird seinem Namen gerecht und geht in Führung. Kann Tiger Shark ihn einholen oder war es das? Hey! Na, ganz toll! Der Wahnsinn! Habt ihr das gesehen, Leute? Tiger Shark zeigt uns wirklich, wie es gemacht wird. Wenn ihr mich fragt, ist das kein Wettbewerb mehr. Race Ace hat das im Sack. Nein, nein, nein. Tiger Shark hat dieses 1A-Raubtier-Ding in sich. Und seht euch doch nur seine Streifen an. Ich glaube, du checkst es nicht, Rex. Los, Streifen, los! Friss meinen Staub, Race Ace! Nur in deinen Träumen, Tiger Shark! Mach dein Rad da weg! Oh, ich wusste ja, das wird ein enges Rennen, aber das hier ist schon lächerlich. Was geht denn hier ab? Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, die Höhle stürzt gleich ein. Hab ich gewonnen? Kannst du vergessen, ich hab gewonnen. Ist denn jetzt die Ziellinie? Das ist wohl eine Felswand. Ich sehe gar nichts hier drin. Hey, was ist das? Ich glaube, mir kommt da eine Idee. Hey, wie geht's jetzt weiter? Wer hat gewonnen? Na also, ich glaube, die wurden platt gemacht. Ich nehme gern die Champions-Trophäe an ihrer Stelle entgegen. Ich glaube, die stecken fest. Los, Leute, es wird Zeit, das zu tun, was wir am besten können. Wir lassen es krachen. Ja, jetzt geht's voll ab. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich sehe noch wilder aus als vorher. Wow, guck mich mal an. Und mit diesem leuchtenden Zeug können wir sogar sehen. Ich glaube, da vorne ist was! Alles klar! Es wird Zeit, das Ding nach Hause zu holen! Hey, Moment mal, die Trophäe gehört mir! Leute, das ist der Wahnsinn! Diese Monster-Trucks lassen es bis zum Schluss krachen, während sie daran arbeiten, die Felsen wegzuräumen! Wer wird das meiste Geröll wegballern? Wer bringt die Höhle zum Einsturz? Wer wird... Mit wem redest du da? Diese Trophäe wird mir gehören!
Klamaske hat dein ganzes Aussehen verändert. Ganz auch. Ganz neue Farben. Seltsam, aber irgendwie auch voll der Hammer. Heiliges Getriebe, war's das? Ist dies das Ende des Hot Wheels Monster Trucks Duell der Champions? Werden Race Ace und Tiger Shark ein schreckliches Schicksal erleiden? Wer nimmt die Champions-Trophäe mit nach Hause? Und werden wir sie überhaupt zu Gesicht bekommen? Los, lasst eure Achsen sprechen! Wir versuchen es ja! Oh. Willkommen zurück zum Hot Wheels Monster Trucks Duell der Champions! Beim letzten Mal sahen wir unsere beiden Finalisten, Race Ace und Tiger Shark, im ultimativen Kopf-an-Kopf-Rennen um die einzigartige Trophäe. Aber etwas lief schief. Ein Höhleneinbruch hat uns von Race Ace und Tiger Shark abgeschnitten. Es gibt keinerlei Möglichkeit zu wissen, wer gewonnen hat oder ob es den Trucks überhaupt gut geht. Hey, pass auf! Könnte das das Ende bedeuten? Wird die Champions-Trophäe nicht vergeben? Werde ich hier noch einen Job haben? Ach du meine Güte! Hey, Alter, chill mal. Wir haben's fast geschafft. Oh yeah! Alles klar! Boatshaker ist zur Stelle! Wir holen euch da raus, Jungs! Was war das denn? Ich war's nicht! Und was war es dann? Vielleicht war es das riesige Sumpfmonster, das gerade hinter dir auftaucht. Etwas sagt mir, dass das hier nicht Teil des Wettbewerbs ist. Nein, aber das da! Es wird Zeit, sich das Ding zu holen! Warte, Tiger Shark! Ich hätte gewinnen können. Wenn du mit gewinnen meinst, dass ein Sumpfkrokodil dich platt macht, dann ja. So, jetzt sind wir quitt. Hallo? Race Ace? Tiger Shark? Wir sind hier, um euch zu retten. Habt ihr die Champions-Trophäe gefunden? Soll ich sie für euch halten? Was ist das da drüben? Oh. Total krass, es ist wie in einer Disco hier drin. Seht mal! Heilige Hot Wheels, Leute! Wir sind kurz davor zu erfahren, wer der wahre Gewinner des Duells ist! Wir können nur erahnen, dass irgendwie, irgendwo Race Ace oder Tiger Shark sich im süßen, süßen Gefühl des Sieges sonnen. Das war knapp. Ich dachte echt, das war's jetzt. Ich würde diesem Riesenkrokodil gerne zeigen, wer das wirkliche 1A-Raubtier hier ist. Dann würde es den Wahnsinn fürchten. Keine Chance, dass wir dieses Riesenkrokodil nur zu zweit fertig machen können. Wie wäre es mit 8 von uns? Gigantisches Krokodil? So ist es! Dieses Krokodil hat das Maul wohl ein wenig zu voll genommen. Du bist wahrlich ein Wahnsinnsanblick über einen müden Scheinwerfer. Hey, wo ist die Trophäe abgeblieben? Die große Echse hat sie gefressen. Okay, das reicht. Niemand frisst unsere Trophäe und kommt damit durch. Was für eine dramatische Wendung des Rennens, Leute. Nicht nur, dass die Trophäe von einem gigantischen Reptil gefressen wurde. Auch meine neuen Schuhe sind ruiniert. Werden die Monster Trucks es schaffen, dieses Monster auszumonstern?
lautet der Plan, Monster Trucks. Er hat die Trophäe gefressen. Wir müssen sie uns zurückholen. Aber wie? Seht nur, sein Schwanz. Das muss der Grund sein, warum das Krokodil so groß geworden ist. Wenn jemand es schafft, dorthin zu kommen, wird es endlich auf einen würdigen Gegner treffen. Ich mach das, solange ihr mir die hintere Stoßstange freihaltet. Wir müssen ihm etwas Zeit verschaffen. Aber wie? Ich habe eine super Idee, was wir mit diesem Riesenkrokodil machen. Wir nutzen alle Tricks, die wir in Camp Crush gelernt haben. Okay, Leute, so läuft es. Unsere Trucks werden alles geben, was sie können. Und sie werden alle Tricks einsetzen, die sie gemeinsam in Camp Crush gelernt haben. Die große Schlacht hat begonnen! Alles klar, Monster Trucks, ihr wisst, wie es läuft. Es geht ab. Los, Hot Wheels! Oh yeah! Yeah! Oh, ein Mist! Wie beim Farbenkampf! Hexe wird vollgeschleimt! Eine Schlammmaske! Gut für die Poren! Und ab geht's! Lebe schnell, krache hart! Yeah! Zertrümmern und brennen! Dem halt sich ein! Es gibt keinen Kampf! Täuschen mich meine Augen? Diese Trucks ziehen alle Register! Farbenkampf, Truck Darts und jetzt die verrückten Eroberer, die Flagge-Tricks! Alles für diese ultimative Herausforderung! Danke, Team! Jetzt ist es Zeit für die Raubtierfütterung! Er hat es geschafft! Tiger Shark ist jetzt mega groß! Fürchte den Wahnsinn! Da ist sie! Sieh sich das mal einer an! Das ist unsere Trophäe! Mega Tiger Shark hat die Trophäe aus dem Krokodil rausgecrushed! Aber hat dieser super große Super Truck das Zeug dazu, das Krokodil zu bezwingen? Es wird Zeit, das Ding zu gewinnen! Fürchte den Wahnsinn! Fernbürstchen? Hier ist sie, mein Großer. Du hast sie dir verdient. Wir haben sie alle verdient. Yeah! Aber ich nehme sie gerne, nur um drauf aufzupassen. Das war episch! In all den Jahren, in denen ich zugesehen habe, wie sie Sachen zertrümmern, habe ich, und das kann ich in aller Ehrlichkeit sagen, noch nie gesehen, wie ein Mega-Monster-Truck sich einem massiven Riesenkrokodil entgegenstellt. Dieses Duell geht in die Geschichte ein! So, und jetzt alle zusammen! Es geht ab! Los, Hot Wheels! Bester Tag ever! Hey, Bigfoot! Freust du dich schon aufs Rennen auf der Monster-Trucks-Insel? Jede Ziellinie ist gleichzeitig die Startlinie des nächsten Rennens. Wow, Bigfoot ist voll aufgeregt. Die Monster-Trucks starten in 3, 2, 1, los, los, los! Fahrt frei für Hot Wheels!
heutigen Parcours geht es darum, dem Feuer auszuweichen und sich vor den anderen Trucks den Cup zu schnappen. Juhu! Yeah! Wow! Was ist denn hier passiert? Das sieht aus wie ein Autoschrottplatz. Ein Autoschrottplatz? Fühlt sich doch bestimmt hier zu Hause an, oder Bone Shaker? Hey, Bigfoot, hast du Angst? Unterschätzt nie die Überraschungen, die die Insel zu bieten hat. Hat das noch jemand gehört? Macht die Augen auf! Mega Rex lässt gleich einen fahren! Wow, Mega Rex! Der war ja echt explosiv! Gebt mal lieber Gas, Trucks! Da fliegt was! Wie denn, Bigfoot? Wir sind Trucks! Oh, sowas! Bone Shaker sitzt der Schreck in den Knochen! Langsam kommt Pep in die Sache! Ich habe keine Schwachstellen! Okay, vielleicht eine. Endlich kommen sie in Fahrt. Und Race Ace übernimmt die Führung. Bigfoot und Tiger Shark kämpfen um den ersten Platz. Wer wird sich durchsetzen? Hey, Bigfoot, du bist gefeuert. Und Tiger Shark hat Erfolg. Was ist das denn? Five Alarm geht mit feurigen Moves gegen das Feuer vor. Und Demo Derby drängelt Crypt Creek mit einem gekonnten Boxmanöver beiseite. Das war knapp. Wird dann aber selbst erwischt. So knapp. Einen Kühler kann man reparieren, der Dada. Bone Shaker ist dank Five Alarm aus dem Schneider. Und jetzt rettet Five Alarm auch noch Demo Derby. Sie ist so beschäftigt mit dem Feuer, dass sie den Wettkampf fast vergisst. Geht ruhig schon mal vor. Alles cool. Das nehme ich zurück. Eigentlich raucht mir der Schädel. Oh nein. Hält das unsere Heldin auf? Kein Stück weit. Sie hat die richtigen Manöver drauf. Die legendäre Stuntzone. Die ist nicht halb so legendär wie ich. Soweit sieht es für Race Ace gut aus. Aber Tiger Shark und Bone Shaker halten sich ran. Nach einem beherzten Sprung über die Lavagrubenschanze fällt Tiger Shark zurück. Feuer! Mit dem Feuer spielt man nicht, verstanden? Die Feuerringe sind nicht ohne. Schon wieder Five Alarm! Dieser Truck rast, rammt und räumt ihre Mitstreiter immer und immer wieder in Sicherheit. Für diesen Sprung bin ich Feuer und Flamme. Stilpunkte hat sich Demo Derby damit ohne Zweifel verdient. Hey, Bigfoot, wie würdest du diesen Trick nennen? Sowas fällt mir schwer, aber ich würde vorschlagen, aus den Ringen direkt ins Feuer. Ja, geht klar. Dantes doppeltes Inferno. Wer führt das Rudel an? Demo Derby, sie hat den Sprung perfekt getimt. Oh, alle springen, als wäre es die leichteste Übung. Und was erwartet sie auf der anderen Seite? Der berüchtigte Megabrenner. Oh nein, der Brenner! Er zieht sich zusammen! Brenzlige Lage, klappt das auch? Das schaffen wir nie. Die Trucks werden gleich gegrillt. Noch einmal! Das wird knapp. Hier geht's heiß her! Und wer ist es? Na klar, wieder Five Alarm! Sie hat den Trucks den entscheidenden Anstoß gegeben. Five Alarm, kommst du mit? Die tapferste der Truppe ist ganz schön aus der Puste. Geht ruhig, schon mal vor. Atempause. Moment, sie halten an. Was hat das zu bedeuten? Lassen sich ihre Chance auf den Sieg entgehen. Five Alarm, sie gewinnt den Champions Cup. Da fliegt was. Nein, Bigfoot, Five Alarm löscht. Oh, das wieder. Oh, wie war das? Bremsen und rollen oder bremsen oder rollen? Wow, das Feuer brennt wirklich darauf, sich diese Trucks zu schnappen. Bahnfrei für Hot Wheels. Willkommen in Camp Crush. 100 Meilen tückisches Gelände, unmögliche Stunts und irre Hindernisse. Dies ist der erste Schritt auf dem Weg zur Hot Wheels Monster Trucks Champions Trophäe. Die Trophäe gehört mir. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Herausforderung angenommen. Oh. Gewinnt bis zum Ende des Sommers 3 Abzeichen, die euch den Einzug in den Champions Cup ermöglichen. 3 Abzeichen? Das ist einfach. Das glaubst auch nur du. Fürchte den Wahnsinn. Diesen Sommer gibt es 3 Zerstörungsherausforderungen, bei denen man Abzeichen gewinnen kann. Zuerst der Farbenkampf. Beschießt die Trucks mit Farbe, um sie aus dem Wettkampf zu kicken. Der letzte saubere Truck gewinnt. Also, worauf wartet ihr? Es geht ab! Los, Hot Wheels! Nun,
los. Das heißt, es geht los! Es wird Zeit für den Farbenkampf. Gewinnt Abzeichen für Stil, Geschick und natürlich Zerstörung. Lasst uns anfangen. Auf die Plätze. Fertig. Los! Endlich. Ich habe den ganzen Winter in der Garage gesteckt. Ich kann es kaum erwarten, diesen Trucks einen neuen Anstrich zu verpassen. Nicht so schnell, Race Ace. Schnell zu sein ist aber voll mein Ding. Lebe schnell und lass es krachen. Kein Entkommen. Herausforderung angenommen. Juhu! Tolle Moves! Unser wilder Künstlerabzeichen für herausragenden Stil und verrückte Manöver geht an Race Ace! So sieht's aus! Keine Zeit zum Angeben, Race Ace! Könnte mir mal jemand helfen? Ich liebe den Farbenkampf. Ich war aber noch nie sehr gut darin. Aber dieses Jahr wird alles anders. Ich habe einen neuen Plan. Geduld, Boneshaker. Hab nur Geduld. Verdreschen und zertrümmern. Oh, oh. Es geht ab. Lauf, Hot Wheels. Oh yeah! Das könnte tatsächlich funktionieren. Ich könnte gewinnen. Ich bin ein Genie. Das läuft ja prächtig. Pass auf, Bigfoot. Ich komme. Hey, wo steckst du? Oh, da bist du ja. Jetzt komme ich. Beim Farbenkampf geht es um die Kunst der Illusion. Ich bin Bigfoot, also? Ja, ich bin echt gut. Hey! Wo bist du hin? Oh! Ich hatte ihn fast. Vielleicht nächstes Jahr. Camp Crush ist das Beste. Du kannst Sachen zerschmettern und auf Sachen draufhauen. Oh, und auf Sachen draufknallen. Das mag ich auch. Ich liebe das Camp. Zertrümmern und brüllen. Und damit hat sich Megarex das endgültige Zerstörungsabzeichen verdient. So läuft das. Also das ist ein ganzer Sommer voller Zerstörung. Was kann man daran nicht mögen? Hä? Was ist der Farbenkampf? Du wurdest angeschleimt. Oh, Farbenkampf. Jetzt hab ich's.
Na, kommst du drauf? Angeschleimt! Ich bin Gangster. Ich wurde hierfür gemacht. Das Gewinnerabzeichen ist so gut wie meins. Nur noch ein Truck übrig. Hier, Bigfoot. Komm raus, wo immer du auch. Aha! Mach dich bereit, angeschleimt zu werden, mein Kleiner. Was sagtest du noch gerade über Anschleimen? Ich wurde angeschleimt. Okay, also ich schätze, man könnte sagen, ich bin sehr gut. Okay, versammelt euch. Gute Arbeit da draußen heute, ihr alle. Aber Bigfoot ist in diesem Sommer der Farbenkampf-Champion. Oh. Es geht ab. Los, Hot Wheels. Jetzt lasst uns mal sehen, wie die anderen sich geschlagen haben. Wer noch kein Abzeichen hat, sollte sich besser anstrengen. Nur noch 2 Runden. Morgen kämpft ihr gegeneinander bei den Truck Darts. Viel Glück. Ihr werdet es brauchen. Willkommen zurück in Camp Crush. Bei unserer letzten Zerstörungsherausforderung haben unsere Trucks eine K.O.-Runde Fadenkampf überstanden. Bigfoot eroberte dabei den ersten Platz. Mal sehen, ob sie heute Camp Crushs bisher größten Knaller bewältigen können. Auf einem Kollisionskurs, auf dem es Stoßstange an Stoßstange und Truck gegen Truck geht. Los geht's! Es wird Zeit für ein bisschen Action! Ja! Okay, hört mal zu! Es wird Zeit für die zweite Zerstörungsherausforderung, bei der ihr euch einen Platz im Hot Wheels Monster Trucks Champions Cup sichern könnt! Passt auf! 2 Trucks werden die Rampen runterschießen, in die Luft fliegen und direkt ineinander krachen! Wir werden sehen, wer geschickt genug ist, in der Nähe des Ziels zu landen und dort seinen Platz zu behaupten. Legen wir los! Deine Scharte ist richtig stark. Nicht so schnell. Das hier ist mehr als das typische Gerangel mitten in der Luft. Unter euch ist eine Zielscheibe. Der Truck, der mit am nächsten kommt, kriegt das Abzeichen. Ich hoffe, die Zielscheibe ist feuerfest, denn bei mir wird es ganz heiß. Ich hoffe, ihr habt eure Ersatzreifen dabei. Denn bei dieser Herausforderung geht es um Technik. Lasst uns anfangen! Ja! Ich schnappe gerne ordentlich Luft, bevor ich über meine Beute herfalle. Passt gut auf, das hier wird ein großes Fressen. Als erstes haben wir 2, die es aufeinander abgesehen haben. Race Ace gegen Gangster. Bereit, angeschleimt zu werden, alter Freund? Ha! Herausforderung angenommen. Obwohl ich glaube, dass dich zu schlagen keine große Herausforderung ist. Auf die Plätze! Fertig! Krachen! Ja! Juhu! Dieses Abzeichen gehört mir! Ups. Entschuldige, alter Freund. Also, so wird ein alter Zwist ausgetragen. Race Ace gewinnt sein erstes Abzeichen. So macht man das. Schalten wir zur Crush-Kamera, um das nochmal zu sehen. Beide Trucks fliegen los. Es sieht aus, als wären sie beide gleich stark. Aber Race Ace vollführt eine beeindruckende 360-Grad-Drehung, gewinnt die Überhand und schickt Gangster in die Baumwipfel. Kann mir jemand helfen? Als nächstes der ultimative Kracher zwischen einem Raubtier und einer Legende. Tiger Shark und Bigfoot, ihr seid dran. Darf ich euch ein Geheimnis verraten? Ich bin Bigfoot und normalerweise bin ich am besten auf festem Boden und nicht in der Luft. Aber wer könnte einen Loop verschmähen? Auf die Plätze! Fertig machen! Krachen! Fürchte den Wahnsinn! Oh-oh. Wow! Oh. Hey! Oh-oh!
Ich schätze, wir wissen jetzt, wer das Biest zu Lande, im Wasser und in der Luft ist. Tiger Shark erkämpft sich Abzeichen Nummer 2. Wuhu! Und Tiger Shark wird Erster mit seinem klassischen Heizahnbiss. Die Funken sprühen bei der Kollision dieser Megamaschinen. Tiger Shark nutzt seine Bisskraft, um Bigfoots zerstörerischen Attacken auszuweichen und im Ziel zu landen. Sehen wir uns die Tabelle an. Wer steht oben und wer muss noch ein wenig aufs Gas treten, um die Zerstörungsabzeichen zu ergattern? Race Ace und Tiger Shark sind dem Champions Cup einen Schritt näher gekommen. Wir kommen zurück zur Rampe. Demo Derby, Mega Rex, rein mit euch. Soll ich mich etwa fürchten? Also bitte, versteht mich nicht falsch. Dinos Gebrülle ist schon krass, aber es geht ums Smartsein, nicht ums Hartsein. Du willst dieses Abzeichen? Dann zeig, was du kannst und hau drauf! Perfekt! Genau in die Mitte! Demo Derby holt sich Abzeichen Nummer 3 und ein Bonusabzeichen für die Zielgenauigkeit. Wer kann das toppen? Demo Derbys verrückte Drehungen verwandeln Mega Rex in ein Mega Wrack. Sie bot ihm die Breitseite und schickte den Dino mit voller Wucht ins Abseits. Das Einzige, was Mega Rex heute zerstört, sind Äste im Bau. Du auch, hä? Lasst uns noch mehr krachen! Wuhu! Was ist weiß und rot und verliert diese Runde gegen Boneshaker? Du! Deine Flammen werden gelöscht. Pass nur auf! Es geht ab! Los, Hot Wheels! Jetzt wird's heiß! Verdreschen und zertrümmern! Wow! Da fliegen ja die Funken! Sehen wir noch eine zweite Punktlandung? Nicht, wenn ich noch ein Wörtchen mitzureden habe. Hey! Ja! Und Boneshaker nimmt Abzeichen Nummer 4 mit. Juhu! Ja, ja, ja. Fahr nicht gleich zurück zur Feuerwache, Pfeifalarm. Dieser Trick mit der Wasserkanone ist genau die kreative Zerstörung, die wir im Champions Cup brauchen. Du hast dir ein Bonusabzeichen für besonderen Stil verdient. Ich habe zwar nicht das Ziel getroffen, aber es fühlte sich gut an, Boneshaker nass zu machen. Das war's mit Truck Darts. Schauen wir uns die Tabelle an, um zu sehen, wer führt. Race Ace, Boneshaker und Demo Derby führen das Feld an. Aber uns steht noch mehr Zerstörung bevor. Nur noch eine Camp Crush-Herausforderung steht aus. Erobere die Flagge! Morgen werden wir sehen, wer es drauf hat, es mit der Blast Station aufzunehmen. Schnallt euch an, Leute! Die Fahrt wird ruppig! Willkommen im Knallgebiet, Fans des gehobenen Blechschadens. An diesem Ort gibt es mehr Zerstörung als bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn. Wow, das ist eine Menge Zerstörung. Das erste Team, das die Flagge erobert und zurückbringt, gewinnt ein Klatschabzeichen für das ganze Team. Hä? Was für eine Flagge? Diese da. Wow. Ist das alles?
Dann soll das Knallgebiet besser aufpassen, denn hier kommt der Klatscher! Der Truck, der es dann schafft, für sein Team die Flagge zu holen, bekommt sogar zwei Klatschabzeichen. Aber lasst uns erstmal einen Blick auf den aktuellen Stand der Abzeichen werfen. Sieht nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Jeder Truck hat noch eine Chance. Jetzt gilt es. Wenn ich diese Hot Wheels Monster Trucks Champions Trophäe unter meine Reifen kriegen will, dann muss ich mir diese Flagge schnappen. Egal, was ich dafür alles verdreschen und zerschmettern muss. Passt auf, wir haben zwei Teams. Das rote Team, Race Ace, Demo Derby, Bone Shaker und Tiger Shark. Gegen das blaue Team, Mega Rex, Bigfoot, Five Alarm und Gangster. Das wird ein Kinderspiel, blaues Team. Zertrümmern und brüllen! Viel Glück, Trucks! Achtung! Fertig! Los! Ich schick dich zurück in die Steinzeit, Mega Rex. Geh mir aus dem Weg! Ab geht's! Lebe schnell! Lass es raus! Was? Ja! Also das ist die Steinzeit. Irgendwie nett. Okay! Yeah! Oh! Jetzt geht's ab! Ich habe den ganzen Sommer genau dafür trainiert. Bei diesem Spiel musst du schnell sein, aber du musst auch bereit sein, jede Herausforderung anzunehmen. Alles klar! Oh! Hey, Champ! Ich dachte, du könntest einen kleinen Schubser vertragen. Oh! Nein! Danke, Bone Shaker. Los, hol dir die Flagge. Du kannst doch ein bisschen abhängen, während ich uns ein paar Abzeichen hole. Hey, ich kann von hier aus meine Garage sehen. Ha, wenn die dachten, so ein paar kleine Farbbomben würden mich davon abhalten, die Flagge zu erobern, dann müssen sie sich warm anziehen. Es wird Zeit, das Ding hier zu gewinnen. Hey, Tiger Shark! Klopf, klopf! Wer ist da? Farbbombe! Ha! Das war doch ein Bombenwitz! Ich finde, das war trotzdem ganz lustig. Da hast du verdammt recht! Ich verleihe Mega Rex das Punchline-Abzeichen. Oh yeah! Wuhu! Ja, Baby, wow! Wow! Wo kommst du denn her? Du solltest mittlerweile wissen, dass ich zu allem bereit bin. Ja? Zu allem bereit, hä? Yeah! Oh yeah! Also, ich sehe die Flagge, ich bin ganz allein. Ich glaube, ich habe es gepackt. Was könnte jetzt noch schief gehen? Dann habe ich mich dran erinnert, dass ich in einem Team mit Gangster bin. Hahaha!
Abzeichen gehört mir! Du wurdest angeschleimt! Oh, oh, oh! Gangster, wir sind im selben Team! Oh, entschuldige! Hol dir einfach die Flagge! Ja, richtig! Oh, oh! Alles klar! Wahoo! Danke für die Rampe! Hey! Ja! Wo ist Race Ace? Hey, guck mal! Wir haben gewonnen! Ach, komm schon! Ich gratuliere. Alles klar, Monster Trucks! Ihr habt Camp Crush überlebt! Gerade so. Schauen wir uns die Abzeichen an. Da haben wir es! Das sind die Monster Trucks des Hot Wheels Monster Trucks Champions Car! Race Ace, Demo Derby, Bone Shaker und Tiger Shark. Yeah. Ihr seid nur eine Reifenlänge von der Champions Trophäe entfernt. Yeah.